Howdy, schön, dass ihr reinschaut. Willkommen zurück zu Gran Turismo Sport und dem ersten Let's Play Video auf meinem Hauptkanal. Klammer auf, nachdem ich meinen Racing-Zweitkanal dicht gemacht habe, Klammer zu. Schön, dass es endlich wieder losgeht. Wir stürzen uns mit unserem BMW M4 aus der Fahrzeuggruppe 4. Ja, auf die wirklich sehr anspruchsvolle Strecke Brands Hatch. Ich habe extra im Vorfeld nochmal die Streckenerfahrung gefahren, auch alles mit Gold bestanden, aber mit viel Zittern und Unruhe. Deswegen werde ich mich jetzt in den nächsten knapp 13 Minuten einfahren, versuchen eine gute Qualifikationszeit rauszufahren und dann stürzen wir uns endlich wieder in ein Online-Rennen. Die Qualifikation zeige ich euch nicht, ich zeige euch die reine Action. Höchstens es gibt irgendwas Besonderes zu sehen. Ansonsten sehen wir uns nach dem nächsten Schnitt. Direkt in der Rennvorbereitung. So, und das sieht zumindest jetzt im Moment ganz gut aus. Fünfter von 16. Ich konnte mir hier mit Mühe und Not eine Zeit von 1:33.944 erfahren. Das wäre, wenn ich es richtig sehe, Startplatz Nummer 5. Aber es wäre auch nicht das erste Mal, dass kurz vorm Rennen noch irgendwelche Fahrer hinterher geladen werden. Und schwupp ist man zwei, drei Plätze weiter hinten. Es geht auf jeden Fall directly rein into the warm-up. In wundervollem Deutsch-Englisch. Und wir nutzen also quasi das Chaos. Und das Schöne ist hier wirklich zu sehen, wie viele Leute mittlerweile mit ihren eigenen Designs unterwegs sind. Das ist einfach richtig, richtig cool. Das Ganze ist deutlich individueller geworden. Und wir nutzen jetzt einfach das Warm-up, das ja auch nur, ja, nicht mal mehr 30 Sekunden dauert, um uns hier ein bisschen einzufahren. Also ich finde die Strecke wirklich mega anspruchsvoll. Ich bin froh, dass ich mir vorher nochmal die Streckenerfahrung reingezogen habe und bin auch ganz froh, dass wir jetzt hier nicht mit so einem Supersportwagen unterwegs sind, denn der M4 BMW lässt sich auf der Strecke wirklich sehr gut handeln, wenn man eben nicht die Bremspunkte verpasst. Und da bin ich eben sehr gespannt hier, das ist nämlich auch so eine Stelle, bin ich sehr gespannt, wie die anderen Fahrer das meistern werden. Und dadurch, dass ich ja wahrscheinlich dann tatsächlich mitten im Fahrerfeld starte, jawohl, Platz Nummer 5, werde ich wahrscheinlich auch ein ziemliches Gerangel haben. Jetzt bin ich zum Glück nicht mittendrin, sondern relativ weit vorne mit dabei. Also in der Hoffnung, dass das die Kameraden sind, die sich auch am meisten benehmen. Aber wir schauen uns erstmal die Startaufstellung an. Auf Platz Nummer 1. Der grünlilane Blitz aus Südafrika. Yamaha R68. Ist das nicht wundervoll? Normalerweise gab es ja noch irgendwie so eine... Ich dachte, jetzt kommt diese Einführkamera. Normalerweise gibt es doch... Ach, das ist, glaube ich, nur bei Manufacturers Cup und so weiter, ne? Okay, scheiß drauf. Es geht los, Ladies and Gentlemen. Ups, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Gut, alles klar. Das ist der Rückschauknopf. Hinter uns ist einiges los, vor uns auch. Und wir werden jetzt einfach mal versuchen zu überleben. Und das hier, ihr werdet es nicht glauben, ist irgendwie die schwierigste Kurve im ganzen Spiel. Jawohl, vielen Dank auch, lieber Mimmo. Ich weiß, ich bin da sehr langsam, aber ich finde diese Kurve so mega anspruchsvoll, dass ich da jetzt einfach stärker auf die Eisen gehen musste. Und schon haben wir gleich mal zwei, drei Plätze verloren. Das ist natürlich sehr schade, aber egal. Wie hat Asmodeus mal so richtig gesagt? Ich glaube, Asmodeus war das im letzten GT Sport Livestream. Fahre das Rennen ausschließlich gegen dich selbst. Und lass die anderen Fahrer das tun, was sie tun wollen. Gut, das ist eine sehr gute Idee. Auch eine sehr schicke Lackierung hier vor uns. Hilft uns zwar nicht, ihm vielleicht. Hinten haben wir ein bisschen Luft, also jetzt einfach mal versuchen, das Ding sauber nach Hause zu schaukeln. Und vielleicht können wir dann noch eben den einen oder anderen Platz auch wettmachen. So, weil das sind so Fahrmanöver, das kann ich besser. Aber sich vorbei zu pressen, macht jetzt auch nicht zwangsläufig Sinn. Na siehste, man muss nur auf seine Momente warten. So läuft der Hase. Die können wir hier schön im dritten Gang durchbrettern. Ja, ich weiß. Oh, scheiße. Ach, kacke. Ich war jetzt extra wieder ein bisschen vorsichtiger hier unterwegs. Sehr, sehr ärgerlich. Platz 12 von 16. Aber das ist halt so. Da trennt sich schlicht und ergreifend die Spreu vom Weizen. Der Noob vom Pro. Und ich deniere heute an der Noob-Seite. Okay. Also, der BMW M4, eines meiner Lieblingsfahrzeuge bisher in GT Sport, lässt sich wirklich sehr gut handeln, ist aber nun mal ein heckangetriebenes Fahrzeug und das verzeiht einem nicht jedes Manöver, schon gar nicht, wenn man mit der Antriebswelle hinten im Dreck steckt. So.
So, schönes Überholmanöver von mir, muss ich an der Stelle mal sagen. Ich muss mir mal selber loben, sonst tut's ja keiner. Und an sich habe ich mich jetzt eigentlich mittlerweile ganz gut auf die Strecke eingefahren. Wie gesagt, sowohl in der Streckenerfahrung als auch eben im Qualifying. Sodass mich jetzt eigentlich nur noch die kleinen Fahrfehler und das zu viele Gequatsche, was ich gerade wieder mache, davon abhalten, hier ein sauberes Rennen zu fahren. Aber ich sag mal, alles, was in der vorderen Hälfte des Fahrerfelds ist, wäre ein Erfolg. Das wäre dann mindestens Platz 8. Schauen wir mal. Ja, so ein bisschen Unsicherheit ist definitiv noch da. So richtig warm bin ich mit der Strecke definitiv noch nicht geworden. Oh, jetzt hätte ich beinahe total... Ich war gerade mit Gedanken ganz woanders. Man sollte natürlich als Rennfahrer immer mit dem Gedanken auf der Strecke sein. Aber gerade irgendwie die Kurve verwechselt fast. Ja gut, die da hinten scheinen sich ein bisschen zu ärgern. Also hinten scheint es Ruhe zu geben, wenn ich jetzt nicht einen kompletten Mumpitz baue. Aber da vorne ist das Fahrerfeld auch relativ eng beieinander. Also ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass die sich auch gegenseitig stören. Und ich somit jetzt die Chance ergattern kann, ranzukommen. Sagen hier, die anspruchsvollste Kurve, die sieht nicht schwer aus, aber selbst in der Streckenerfahrung haben sie gesagt, das ist die schwerste Ecke. Und ich kann es bestätigen, ich finde da noch nicht so richtig den Drive, wie ich da am schnellsten durchkomme. Aber meine Hoffnung scheint sich gerade zu bewahrheiten, dass die sich hier vorne so eigentlich ärgern, dass sie an Geschwindigkeit verlieren. Und McRalf arbeitet sich ran, mühsam wie das Eichhörnchen. Gut, einer schon wieder weg, siehste. Noch einer ist weg. Oh, ja, das Hütchen, muss man ein bisschen aufpassen. Das bringt einem glatt immer ein bisschen aus der Stabilität. Und schon sind wir auf Platz Nummer 9. Aber wir sind auch genauso schnell wieder hinten. Also, Concentration, ein bisschen weniger Gequatsche. Wir versuchen jetzt hier mal ein bisschen was zu reißen, ne? So, hier kann man schön über die Curbs. Man muss natürlich ein bisschen früher schalten. Das ist die typische McRalf-Schwäche. So, und hier kann man jetzt auch relativ flott nämlich im dritten Gang durch die volle Breite der Strecke ausnutzen, auch wenn sie nicht so breit ist. Und hier auch mit relativ viel Schwung. Nur, wie gesagt, unbedingt gucken, dass alle vier Reifen auf der Strecke bleiben und dann ist alles gut. Ich habe auch manchmal das Gefühl, wenn man das im Fahrstil der anderen sieht, dass dann definitiv auch nicht jeder die Streckenerfahrung gefahren ist. Da gibt es wirklich in diesem Streckenerfahrungsmodus, Achtung, ruhig kurz, wirklich ein paar super Tipps, wie man welche Kurve zu fahren hat, etc. Ja, da presst er sich jetzt mit der Brechstange durch. Und ich muss halt einfach vorsichtiger sein, es bringt alles nichts. Es bringt nichts, wenn wir jetzt hier eine schlechte Fahrerwertung bekommen. Wir wollen uns ja schließlich auch ein bisschen hocharbeiten hier. Da ist er sehr langsam unterwegs, sehr unruhig, der Kamerad. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass er mit dem Gamepad spielt oder dass seine Verbindung ist, aber er flackert ja nicht. Also er ist einfach nur sehr unruhig, also würde ich jetzt einfach mal vermuten, Gamepad-Fahrer. Ich habe das Gefühl, dass ich ein bisschen sauberer, ein bisschen schneller fahre, aber ich will eben auch keinen Unfall bauen. Ja, das täuscht vielleicht auch. Die Kameraden sind auch nicht so langsam unterwegs hier. Ich würde mal sagen, wir sind gleich auf. Also entspannt das Rennen gegen mich fahren und dann schauen wir mal, wo wir bei rauskommen. Ach so, das ist schon die letzte Runde. Ja gut, das ist natürlich... Okay, das war mir jetzt gerade nicht bewusst. Aber stimmt, das sind ja hier nicht die Manufacturers oder National Cup Rennen, sondern das sind ja diese relativ kurzen täglichen Rennen, die man also auch mehrmals bestreiten kann. Das heißt, gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Na gut, das war jetzt das erste Rennen seit über 2 Wochen.
Immerhin Platz Nummer 9. Wir haben es dann zwar nicht ins vordere Feld geschafft, außer wir zählen die kompletten 20 möglichen Fahrer dazu. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Gut, hat sich trotzdem gut angefühlt, hat Spaß gemacht. Hat nicht nur Spatz, sondern sogar Spaß gemacht. Und ich hoffe euch auch. Wenn ja, bitte gebt dem Video ein Däumchen nach oben. Fleh, fleh, fleh. Und dann kommen natürlich weitere Videos, obwohl ich sowieso vorhabe, Gran Turismo Sport ja ein bisschen länger zu unterstützen. So, nachdem das dann doch jetzt ein bisschen kurz war, ich war ja ein bisschen überrascht, komm, schmeiße ich euch noch ein extra Rennen hinten dran. Gleiches Fahrzeug, gleiche Strecke, diesmal sogar von Startposition 4 aus, obwohl ich nur eine Runde für das Qualifying Zeit hatte. Das war jetzt alles ein bisschen knapp bemessen. Aber gut, und es sind übrigens nicht 20 genau, es sind tatsächlich nur maximal 16 Fahrer, da war ich im letzten Rennen ja nicht hundertprozentig sicher. Aber gut, wir starten eine Position weiter vorne, das heißt, Mindestziel wieder vordere Hälfte des Rennfeldes, das ist dann mindestens Platz Nummer 8. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. So, und die erste Kurve wird wieder eine ganz entscheidende. Oh, jetzt merke ich gerade, dass mir ein... Oh, scheiße, auf dem Bremspedal hängt mir ein USB-Kabel rum. Ah, das war natürlich jetzt echt mies. Habe ich jetzt Schwein gehabt. Zumindest mehr als der Kamerad da vor mir. Das ist schon mal klasse. Unter den Top 3, das bedeutet nämlich, dass man hier jetzt relativ viel Ruhe hat. Oh, na gut. Man kann sich auch täuschen bei sowas. Oh, da haben wir einen, der will's mit der Brechstange, ne? Der will's unbedingt wissen. Da hat er jetzt aber für bezahlen müssen. Das ist mir sehr recht. Ja, ich weiß, die Kurve kann man deutlich schneller fahren, aber im Moment bin ich froh, wenn alle vier Reifen auf der Strecke bleiben. Okay, ein bisschen Luft haben wir hinten raus auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. Das heißt, jetzt müssen wir einfach bloß die Ruhe bewahren. Und dann könnte das was mit dem Treppchenplatz werden. Ja, immer auf diesen grünen Streifen. Das mag ein... Heckangetriebenes Fahrzeug mag das gar nicht, wenn man beschleunigt und hat Dreck unter den Pfoten. Ja, nee, die Kurve und ich, wir werden keine Freunde so schnell. Aber auch das wird noch werden. Ja, bekriegt euch da hinten. Bekriegt euch. Wir wollen Blut sehen. Okay, ganz entspannt bleiben, nicht ganz so viel quatschen. Das mache ich aber schon relativ erfolgreich, glaube ich, in diesem Rennen. Deutlich weniger als sonst. Hier werde ich jetzt gerade ein bisschen mutiger. Gut. Aber die Kameraden hinten lassen nicht locker. Oh, oh, kurze Unaufmerksamkeit von Mr. Memo, der war beim letzten Rennen schon mit dabei. Ja, es gibt so einige Kurven, wie zum Beispiel die, die kann man definitiv, wenn man sie richtig erwischt, noch deutlich schneller, deutlich effizienter fahren. Aber so weit sind wir einfach noch nicht. Oh, Memo, da hast du es mir jetzt leicht gemacht. Vielen Dank. Du bist ein kleines Sackgesicht. Du bist nicht nur ein kleines, du bist ein riesengroßes. Ja, da sprüht die südländische Temperament aus ihm hinaus. Oder so ähnlich, egal. Richtige Sätze müssen wir jetzt
bei 160 Stundenkilometern nicht unbedingt bilden. Ja gut, der hat sich hier, King Ra, hat sich tatsächlich die ganze Zeit schon rangearbeitet, aber wollte mal wieder zu viel. Gut. Und Mimmo hat sich da jetzt dermaßen brutal vorbeige... Ich hätte natürlich die Linie einfach zumachen können, ne? Ich habe nicht unten auf den Radar geachtet. Aber es war schon aggressiv. Aber den zweiten Platz wollte er unbedingt wieder haben. Kann ich auch ein Stück weit verstehen, ne? Ups. Nein, Zeitstrafe, nix gut. Gar nichts gut, aber vielleicht werden wir die durchs ein oder andere Bremsmanöver dann auch wieder los. Ja, so eine Zeitstrafe ist lästig, vor allem wenn wir nur 4 Runden haben. Dann werden wir die nämlich nicht so schnell los und das wird am Ende auf die Zeit draufgerechnet. Da könnten wir tatsächlich, so wie der Kamerad hinter mir fährt, tatsächlich nämlich noch einen Platz verlieren. Ja, Mimmo hat Probleme mit der Kurve. Und diesmal holte sie sich nicht zurück. Ja, und der Erste fährt, glaube ich, seinen Sieg ganz entspannt nach Hause. Der lässt sich von uns hier nicht jucken, ne? Die Zeitstrafe bin ich auch losgeworden, sehr schön. Ja, die kamen sie alle nicht so drauf. Die kann ich relativ gut, da haben die anderen ein bisschen Probleme mit. Und jetzt mal ganz entspannt das Ding nach Hause schaukeln. Ja, das war sehr langsam. Im Moment reicht's noch. Im Moment reicht's noch. Aber jetzt Konzentration. Ja, der ist echt schnell, der Kamerad. King Ra ist echt schnell. Ah, okay, alles klar, Respekt. Wenn man bedenkt, wie oft du von der Strecke geflogen bist, den zweiten Platz hast du echt verdient. Du bist einfach ruhiger und schneller gefahren als ich. Das muss man dir schlicht und ergreifend lassen. Also von dem her gut gemacht. Auf der Zielgeraden noch überholt. Okay, wir gönnen es dem Dänen. Machen an der Stelle einen Cut. Das hat Spaß gemacht. Im ersten Rennen waren wir, glaube ich, 9. Jetzt waren wir 3. Also komm, das geht doch. Das geht doch. Und wenn wir jetzt mal wieder ein bisschen reinkommen, dann noch die ein oder andere Fahrhilfe ausschalten, um noch einen Tick schneller zu werden. Aber dafür fühle ich mich im Moment noch nicht sicher genug. Aber ihr seht, die Ideallinie ist schon aus, etc. Also mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ich bedanke mich vielmals fürs Reingucken. Und wenn es euch gefallen hat, seid so nett. Gebt dem Video ein Däumchen nach oben. Ich freue mich auch immer über eure Kommentare unter dem Video. Was haltet ihr davon? Was wollt ihr sehen? Was findet ihr gut? Was nicht so? Ich freue mich auf jeden Fall. Egal, was ihr macht. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Euer McRalph.